Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abenteuer auf dem Reiter auf die Pferdeflüsterin. Ja, Abraxas ist jetzt soweit fertig. Ich möchte ihn mir jetzt mal schnappen fürs Training. Ich probiere es jetzt einfach mal mit dem Springtraining hier. Anfänger haben wir abgeschlossen, genau, aber Stufe 1 noch nicht. Das heißt, wir haben hier zwei Trainingsmöglichkeiten. Wir schnappen uns jetzt einfach mal Abraxas und gucken mal, was passiert. So, nicht kratzen, Kleiner. Los. Ah, der ist ja hübsch. Sieht gut aus unter dem Sattel. So, hier können wir auch sprinten. Wow. Eieiei. Hier müssen wir jetzt aber aufpassen mit dem Sprinten, dass wir uns dann nicht vergaloppieren quasi und wir dann auf einmal vorm Hindernis hängen. Ja, und rum. Wow. Das war zum Beispiel gar nicht gut. Das war jetzt auch nicht wirklich gut. Und. Ja. Und ins Ziel. Also es war jetzt nicht so gut. Ich weiß es nicht, ob wir da jetzt einen Fehler gemacht haben. Es war ja eine Mauer. Gefallen ist da nichts. Aber wir haben das Springtraining abgeschlossen. Von daher. Scheint nicht so schlecht gewesen zu sein. Ich würde sagen, wir machen Training 2 direkt mal noch hinterher. Vielleicht müssen wir das ja machen. Eieiei, guck mal hier. Das fängt direkt an mit den Kombinationen. Oh, jetzt haben wir es zu früh. Oh je, perfekt. Perfetto. Auch wieder super. Also die hohen Hindernisse, die liegen uns fast besser. Ui, 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 ui. Ah, Käse. Ja, gut, hat geklappt. Sehr gut. Diesmal haben wir die Mauer hier in Perfektion gemeistert, möchte ich fast sagen. Da muss man... da muss man echt so ein bisschen schauen jetzt, dass man nicht zu sehr Gas gibt, beziehungsweise auch im entsprechenden Moment so ein bisschen das Tempo drosselt, um besser an den Sprung ranzukommen. So, und nochmal Sprint zum Schluss. Na bitte, sieht doch prima aus. Also ich würde sagen, wir haben Training 1 und 2 erfolgreich absolviert. Damit wäre das abgeschlossen. Ich weiß es nicht, ob wir jetzt... Ich weiß auch nicht genau, wo wir jetzt hin müssen. Wir gucken einfach nochmal. Ich würde sagen, wir schnappen uns jetzt Abraxas, gehen mal raus. Und dann schauen wir einfach mal, was uns denn der Pfeil so sagt, wenn wir unterwegs sind. So, Range verlassen. Nee, wollen wir nicht wechseln. Das passt alles. Wir haben ja schon gesehen, er hat die blaue Decke drauf. Damit bin ich glücklich und zufrieden, solange es nicht braun oder schwarz ist. Ach, gucke. Seine Moral ist auch schon wieder ein bisschen gesunken. Ja, ich frage mich gerade wirklich. Trainer, da links. Wir reiten einfach mal zu dem Trainer. Ich bin mir echt noch nicht ganz sicher, wo ich jetzt überall hin muss. Ich wünsche mir ein Questlog. Lalalala. Ne, warte mal, da unten stand die, ne? Ja, genau. Da müssen wir hin. Die wird uns jetzt wahrscheinlich auch sagen, hey, du hast aber doch schon alles abgeschlossen, aber gerne kannst du es nochmal machen. Hier ist das Trainingsprogramm, das ich anbiete. Anscheinend können wir hier doch was anderes machen. Gucken wir mal eben mal Querfeld ein. Ah, genau. Hier können wir Stufe 1 jetzt machen. Hier können wir auch Training 1 und 2 machen. Wahrscheinlich sollten wir das auch abschließen. Mensch, da haben wir jetzt aber gut zu tun, wenn ich das jetzt hier mal so angucke. Na gut, gucken wir mal. Probieren wir mal aus. Mit unserem neuen Champion hier. Ich hoffe, ich kann mit ihm auch die Turniere reiten. Und bin ich zu Starlight gezwungen. Weil ich fände es cool, wenn ich das mit Abraxas machen könnte, muss ich sagen. Ich finde ja Schimmel toll. Sind zwar blöd, sauber zu halten. Ja, sehr gut. Yeah. Umdrehen, 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 falsche Richtung. Ich hab die Kurve nicht bekommen. Da unten geht's weiter. Sehr schön. Jetzt hier in den Waldweg rein. Durchs Wasser durch und über den Baumstamm. Jawoll. Jetzt müssen wir hier weiter. Gut. Da hinten weiter.
Oh, guck mal hier, mit was für einem Schwung wir das machen. Ui, der war nicht ganz so toll angeritten. Der war ein bisschen zu sehr seitlich. Man soll ja eigentlich die Mitte anreiten, aber gucke mal hier, was wir für ein Tempo vorlegen hier. Weiter bei dem Baumstamm. Und da ist schon das Ziel. Ja, sehr gut. Ich würde sagen, wir waren verflixt schnell hier. Ja, dann machen wir jetzt noch das zweite. Dann ist das ja eigentlich auch abgeschlossen. Dann frage ich mich, dann haben wir Strand, Springen und Wiese. Und was ist dann mit dem Wald? Wald konnten wir eigentlich nicht machen. Egal, schauen wir einfach mal. Kommt jetzt direkt der nächste hinterher. Meine Güte. Jetzt geht's hier über die Mauer. Yeah, jetzt kommen ja richtig coole Hindernisse hier. Na? Sehr guter Praxis. Da unten geht's weiter. Das wird jetzt richtig rasant, jetzt wo wir so flott unterwegs sind. Yay, jetzt hier rechts rum. Nach hier oben weiter, sehr gut. Weiter geht's da geradeaus. Jawoll. Hoppala. Rum. Sehr gut. Hier über die Steine. Und dahin ist das Ziel. Jetzt nochmal sprinten, hol alles aus dir raus, Abraxas. Jawoll. Sehr gut. Ah, das macht so einen Spaß. Das ist echt richtig cool. Ja, damit hätten wir das Training auch schon wieder abgeschlossen für Querfeldein. Jetzt gucken wir mal, was ist jetzt hier mit dem Jagdrennen. Da haben wir... Warte mal. Genau, hier haben wir nämlich die Haken, wo wir nichts mehr machen können. Das heißt, wir haben jetzt hier auch das Jagdrennen, was wir machen können. Stufe 1. Da haben wir auch nur ein Training. Da machen wir das jetzt auch noch und dann müssten wir eigentlich bei der guten hier schon wieder durch sein. Dann ist die Frage, ob wir dann noch was machen müssen. Im Wald. Ach, gucke mal, diesmal starten wir im Wasser. Na los, Dicker. Hier links weiter, okay. Bei den Jagdrennen sind ja eigentlich nicht großartig Sprünge meistens. Ist zwar ab und an auch mal einer dazwischen gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber doch eher weniger. So, unsere Ausdauer ist aufgebraucht. So, da konnten wir jetzt überspringen. Das war jetzt nicht Pflicht. Aber es lag gerade so schön am Weg. Also nehmen wir den auch mit. Jetzt haben wir 7 von 8. Und da hinten wartet schon das Ziel auf uns. Komm, wir sprinten mal nochmal. Wird wahrscheinlich nicht mehr reichen bis dahin. Genau. 44 Sekunden haben wir gebraucht. Ja, damit haben wir jetzt den Trainer eigentlich abgeschlossen. Wir haben alle Kontrollpunkte passiert. Jetzt bin ich mal gespannt, was uns die Route sagt. Mit was es jetzt weitergeht. So, kurzer Ladescreen. Und nu? Okay, ja, wir haben das bestanden. Nö, wir wollen nicht nochmal machen. Ja, wie jetzt? Müssen wir jetzt in den Wald oder was? Na Gott. Ich würde sagen, wir gucken jetzt einfach mal. Wir haben ja jetzt wieder einen Pfeil, der uns den Weg anzeigt. Schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Jetzt können wir uns ja wieder auf den Pfeil verlassen. Okay. Hier links. Hoppala. Schwungvoll geht's weiter. Ach, ich mag diese Sprintfunktion. Die ist klasse. Ach, müssen wir jetzt schon zu Sarah? Okay, ja, dann können wir ja auch direkt mal Abraxas vorstellen. Den guten kennt sie ja auch noch nicht. Die ist ja auch noch neu für sie. Mensch, hier, ein neues Pferd nach dem anderen. Bleib schön hier, Abraxas. So. Hallo Lilly, du bist also mit den Trainingseinheiten fertig, die Grant für dich vorgesehen hat? Ja, ich bin bereit für die Wettkämpfe. Sehr gut, du musst 3 lokale Wettkämpfe gewinnen, wenn du am großen Phoenix-Turnier teilnehmen willst. Ab jetzt kannst du auf der Reitbahn am Strand trainieren. Dort triffst du Joeys und Jacks Bruder. Klasse. Sag mal, könntest du mir nicht helfen, meine Schafe in die Gehege zu bringen?
Kein Problem. Klasse. Okay, das heißt, wir müssen ja so eine kleine Mini-Aufgabe machen, wie damals mit den Hühnern. Und das heißt auch, dass wir jetzt hier zum Strand können. Ja, müssen wir mal gucken. Ach, okay. Auf Leertaste oder Eingabe, um sie zu rufen. Diesmal müssen wir es also auf dem Pferd machen, okay? Ah, die hüpfen ja lustig. Wo müssen wir jetzt... Eingabe der Leertaste, um sie zu rufen. Aber ich rufe sie doch gar nicht damit. Egal, es klappt soweit. 3 von 10 habe ich schon mal. Nein, los. Los, wir müssen den Weg abschneiden. Ah, ich muss einfach näher ran, damit ich sie... damit ich rufen kann. Okay. Ja, die laufen schon mal richtig. Die da hinten, die müssen wir jetzt auch noch schnappen. Das wäre aber für den Romero so gar nichts. Der hasst Schafe. Hat eine Schafe neben dem Reitplatz, also in der Nähe vom Reitplatz, auf einer Wiese stehen. Ich konnte sie nicht mal sehen. Und sie haben auch eigentlich keine Geräusche gemacht. Aber ihr glaubt nicht, was der für ein Theater gemacht hat. Ach komm, du blödes Schaf. Du bist das Letzte, was noch fehlt. Das will nicht. Das will mich lieber veräppeln als in den Stall. Hopp, rein her mit dir. Na bitte, geht doch. Alle 10 Schafe eingefangen. Abraxas ist ja richtig. Also hier, das ist Schafcutting. Es ist nicht Rindercutting. Vielen Dank, Lilly. Es ist gut zu wissen, dass alle Schafe in ihrem Gehege sind. Wie man sieht, sitzt du jetzt viel sicherer im Sattel. Gern geschehen, Sarah. Es hat mir viel Spaß gemacht. Also, ab jetzt kannst du dich jederzeit mit den Schafen amüsieren. Natürlich nur, wenn du Lust dazu hast. Du musst nur zum Zaun ihres Geheges gehen und sie zusammentreiben. Toll! Warte mal, ich hätte beinahe vergessen, weshalb du hergekommen bist. Du wolltest doch an den lokalen Wettkämpfen teilnehmen, um dich auf das nächste internationale Turnier vorzubereiten. Ja, das stimmt. Also, du kannst nun an den Wettkämpfen auf den Parcours auf den Feldern, im Wald und am Strand teilnehmen. Zeige den Veranstaltern, welche Fortschritte du gemacht hast. Sobald du 3 lokale Wettkämpfe gewonnen hast, komm bei mir vorbei und ich melde dich zum internationalen Turnier in Phoenix an. Okay, dann bis bald. Okay, das heißt, unser neues Ziel besteht darin, dass wir die nächsten Wettkämpfe, die nächsten lokalen Wettkämpfe absolvieren müssen. Aber ihr Lieben, ich würde sagen, das machen wir dann morgen. Dann nehmen wir auch Abraxas mit, der sich gerade erstmal genüsslich streckt. Vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen wieder. Hoppala. Also, tschüss.